Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Diablo 3. Natürlich bin ich wieder nicht alleine, nein, ich habe nie meine Ruhe, nein, ich habe immer jemanden mit dabei. Und wie immer meine alte Begleiterin, die Pneiplexia. Was war jetzt das wieder von dir? Ich habe gezaubert. Aus dem Mondjäger. Hallöchen erstmal. Ja. Kannst genau. Du doch gar nicht. Ja doch, wenn ich will, kann ich das. Ich kann alles, was ich will. So, was ist denn unsere aktuelle Aufgabe hier? Hä? Der schwarze Schirlenstein. Der schwarze Schirlenstein. Schirlenstein. Finden Sie Zoltan Kuhls Körper, da vorne liegt er. Was? Körper? Wieso liegen? Was? Ja, wir haben neue Fähigkeiten. Falls ihr das wissen wolltet, wolltet ihr aber gar nicht wissen. Und jetzt. Ah, ich bin eisig. Eingefroren. Eisberg. Was? Eisbär? Knut ist doch schon tot. Eisbär. Weißt du was? Dieser Körper, das sieht aus wie so ein kleiner Kinderkörper irgendwie. Da passt irgendwie die Proportion nicht. So, schauen wir mal. Ganz ehrlich, wenn du ranzoomst, sieht es aus wie eine Vase. Oder ist es eigentlich. Nee, es ist nur ein Torso fest. Es ist eigentlich nur ein Mantel, da ist nichts drinnen. Es ist einfach nur eine Kutte. Nein, es ist ein Torso. Nee. Guck doch mal. Doch. Nee, du musst den Körper finden. Dazu gehören Arme, Beine und so. Da sind keine Beine dran. Ja, deswegen ist nur ein Torso. Ein Torso ist ohne Arme und Beine. Hier steht aber Blödkopf. Körper drauf. Ja. Ihr vertraut mir nicht. Nein. Das kann ich verstehen. Überhaupt nicht. Aber wir sind uns. Ich kann mich nicht mit jemandem zusammentun, dem ich nicht traue. Schweigt. Bärtiger alter Mann. Tagebuch eines Jägers. What the fuck? Ist es weg? Ich konnte es nicht mehr aufheben. Geiler Fuck. Okay, zurück zum Terminus. Ins Terminus-Sektor, Cluster. Hast du es auch eben gerade aufgehoben? Es war einfach weg? Ja, es war nichts mehr. Ich habe Kultskörper. Dann werde ich mit dem Ritual beginnen. Aber ich warne euch, Kull. Wagt es ja nicht, uns in den Rücken zu fallen. Was? Du hast den Körper? Ihr seid von Verrat umgeben, Mädchen. Ich bin die geringste eurer Sorgen. Ich bin der Weihnachtsmann. Das hört sich pervers an, ohne Scheiß. Nur noch ein bisschen. Fast. Und da explodiert er die Sau. Nein, da kommt auch aus dem Sand wieder heraus. Wieder durch meine Adern. Ich dachte, es ist nur Sand. Die stinkende Luft füllt wieder meine zerfetzten Lungen. Ich lebe. Gern geschehen. Du hast einen Schatten. Was ihr wolltet. Jetzt gebt uns den Seelenstein. Nun gut. Die Abmachung gilt. Schnell in mein Sanktum. Den Schatten hat er übrigens wirklich, also da ja. War auf dem Boden im Schatten. Wird er uns verraten? Ich weiß es nicht. Das ist schon unwahrscheinlich, dass er uns jetzt verraten. Ja, ist doch so ein netter Kerl irgendwie, oder? Die Schlacht um den schwarzen Seelenstein. Natürlich wird er uns verraten, steht doch schon im Text. Blizzard. Da steht nur das. Die Schlacht um den schwarzen Seelenstein. Ein Bild von ihm, ist ja klar, dass er uns verrät, oder? Ach so, wenn du da. Blizzard, so, ja. Spoilert die Spieler selber hier mit dieser Nachricht. Ja, vor allem, da steht auch Boss. Ja, eben. Und sein Bild drunter. Also, was ist 1 und 1? 3. Ja, also, er kommt als Boss. Ja, hack doch mal ein, Junge. Ach so, ja. Du Kirschkrapfen. Oh, guck mal, wir müssen jetzt mit ihm reden. Oh, wie gemütlich. Endlich kann ich ein Lebenswerk verlernen. Die ganze Schöpfung wird vor meiner Macht erzittern. Warum? Was ist das? Bauchweh. Wie konnte das geschehen? Die Seelen der Totenherrscher der Hölle wurden in diesen Stein eingeschlossen. Gebt eure Suche auf, Nephalem. Eure Verbündeten wollen euch nur manipulieren. Mit der Macht, die ich euch bieten kann, könnten wir gemeinsam über die gesamte Schöpfung herrschen. Ihr seid wahnsinnig cool. Gebt mir den Stein. Ihr seid wahnsinnig lustig. Und das habe ich auch nicht verstanden. Der Cut in der Zwischensequenz, das sieht so aus, wie das was fehlen würde. Ja, als hätten die keine Lust mehr gehabt.
Da haben sie sich gedacht, ach nee, kommen die restlichen paar Sekunden da auf die Scheiße frei. Brauche ich nicht, will keiner sehen. Wir machen nur halbe Zwischensequenzen. Die Wächter sind ja auch ein bisschen. Guck mal, ich habe jetzt ein Bläschen um mich drum herum. Wie schön. Was ist das, ein Häschen um mich drum? Ein Bläschen. Oh, guck mal, der macht Sandstürme. So ganz kleine, süße Dinger. Dunkler Bohrer drin. Ja, der hält ja gar nichts aus. Guck, der ist schon fast tot. Oh, guck mal. Oh, stirb doch endlich mal. Mein Gott, du kannst doch eh nix. Jetzt gibt's aufs Fressbrett, Junge. Oh, guck mal, es gibt mittlerweile sogar Goldbots hier in Dings. Also Goldbot-Farm-Spammer da. Ja, die gab's schon immer. Und mittlerweile jetzt sogar auch hier. Bam! Da zerreißt ja. Uns noch den Darm, hey. So, und haben wir ihn zusammengebaut, um nur wieder kaputt zu machen. Richtig. Die Schutzzauber wurden ausgelöst. Wie es scheint, sind meine Brüder endlich hier, um mich zu holen. Verdammt sollen sie sein. Ich bin noch nicht so weit. Zu viel meiner Macht musste ich für die Erschaffung des Steins aufwenden. Ich muss ihn fertigstellen. Die Zukunft der Menschheit hängt davon ab. Was er mit seinem Menschheitsgewehr hat, der wollte doch eh noch alle versklaven, oder nicht? Bla 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 bla, war das für mich. In diesem Stein sind nun 5 Herrscher der Hölle gefangen. Das ist euer Werk, Adrian. Vor 20 Jahren, während der Finsternis in Tristram, hat mir Cain von Soltunkuls gottlosem Seelenstein erzählt. Deshalb hast du mich also verlassen, um die Seelen der Dämonen zu markieren, damit sie in Kults Gefäß gezogen werden konnten. Ja, meine Tochter. Dafür habe ich alles geopfert. Ja, und jetzt die Frage an dich. Kannst du die 5 Namen aufzählen von den Dämonen, die da drin sind? Ganz ehrlich? Nein. Ah, das ist aber schwach. Ja, aber das kannst bestimmt du, dafür habe ich dich ja dabei. Ich kann's, ja. Ja, dann mach's doch mal. Ja. Andariel steckt drinnen, Duriel steckt drinnen, Diablo steckt drinnen, Mephisto steckt drinnen und wen habe ich jetzt vergessen? Habe ich Baal schon gesagt? Nein, hast du noch nicht. Ja, dann Baal noch. Und wir müssen aber wieso, Moment mal, wieso wieso steckt denn da jetzt Diablo drin? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden irgendwie. Weil du den im zweiten Teil niedergestreckt hast? Ja. Ja, erinnerst du dich nicht mehr an die Endsequenz? Seine Seele geht ja aus dem Körper raus. Er erscheint doch wieder in einem bestimmten Zeitintervall. Alle so und so viele 100 Jahre kommt er ja wieder. Ja. Deswegen wollen wir ihn ja an den schwarzen Seelenstein bannen, dass er nicht mehr auftaucht. Ach so, verstehe. Du passt bei der Story nicht auf. Jetzt hab ich verstanden. Nö. Bin ich aber auch ganz ehrlich. Kein Wunder, dass du sagst, die Story ist scheiße, wenn du nur die Hälfte mitkriegst. Ich habe nicht gesagt, dass die Story scheiße ist. Ich das gesagt, Spiel hat keine Story. So, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass sie mich nicht so in den Bann zieht. Die Story. Mehr ist es nicht. So. Ich muss jetzt mal ein bisschen was in meine Truhe packen, auch wenn sie schon überquillt. Scheiß drauf. Oh, guck mal, da sind noch ein paar Items, die ich nicht verwenden kann, weil meine besser sind. Was ist denn das hier nochmal? Ach nee, das ist erst für Level 25 für mich. Also ich würde sagen, bevor du jetzt da ewig lang in der Kiste rumgurkst, machen wir mal die Story weiter, oder? Da bekommen wir nämlich noch den zweiten Akt in diese Folge. Yay! Was werden wir tun, nachdem wir Belial und Asmodan im Seelenstein gefangen haben? Dann werde ich ihn zerschmettern. Und die Herrscher der Höllen werden nicht mehr sein. Was machen wir, wenn all das Übel aus der Welt verbannt ist? Wir backen Kuchen! Und essen ganz viel Kekse. Wir müssen den Jawohl. Kaiser erreichen. Er hat gesagt, er könnte uns zu Belial führen. Bist du sicher, dass wir diesem Kind trauen können? Wir haben keine Wahl. Aber wisset dies, wenn Belial in die Enge getrieben wird, wird er in Caldeum die Hölle auf Erden heraufbeschwören. Bevor wir ihm also gegenübertreten, müssen die Einwohner in Sicherheit gebracht werden. Die Eisenwölfe können dabei helfen. Natürlich brechen wir auf. Nur mal so als Randnotiz, ich mag keine Kinder. Aber das haben wir schon mal in diesem Let's Play festgestellt, dass ja, dieses kleine Dreckskind hat seinen Angriff auf die Stadt begonnen.
Los, gehen wir. Ah, stell dich da nicht so an. Schnell, wir werden euch schützen. Hast du es eigentlich geschafft, mal alle zu retten? Nö, nur einen gewissen Teil. War mir auch, echt ziemlich kackegal. Echt? War der kackegal. Man merkt, das ist egal. Na gut, lass da rein. Wir werden mehr von ihnen hierher. Ach so, wir müssen ja mit der sprechen. Die Eisenwölfe werden euch bis in den Tod unterstützen. Ich habe gesehen, wie sich Leute unter den Wagen verstecken. Teilen wir uns besser auf, oder? Ja, es wäre eigentlich so intelligent, nicht wahr? Das Tolle war, im Singleplayer habe ich, glaube ich, 10 Leute hinter mir gehabt. Da kam so ein scheiß Komet runter. Und alle zack, tot auf einen Schlag. Alle hat's erwischt. Ja. War nicht schlecht. Aber cool irgendwie. Also aus meiner Sicht. Ja, das kann ich verstehen. Ich glaube für die Zuschauer, für die kleinen Dorfbewohner da war das nicht so cool, aber. Naja, man kann es ja nicht jedem recht machen, ne? Ja, deren Problem, oder? Wenn die im Weg stehen. Was soll denn das? Ja. Kann ja nicht angehen, sowas. Ja, und bei mir auch schon gerade wieder eine reingekracht. Ich glaube 2-3 Leute gestorben, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas in der Richtung. Das Lustige ist ja, das Ganze geht ja auf Zeit. Ja, das Ganze geht auf Zeit. Wir haben ja noch Zeit übrig. Diesen kleinen Balken, der da runterläuft, da steht Zeit übrig. Ja, auch ganz toll definiert, wie viel Zeit wir noch haben. Ich finde das toll. Ich habe wieder 15 Leute hinter mir. Ja, ich versuche es auch gerade irgendwie zu retten. Na, komm her, komm her. Lauf in Sicherheit! Och Leute, lauf doch! Schnell da rein, ihr kleinen. Und das Tolle ist ja, sobald. Du, das Tolle ist, sobald alle drin sind, wird's wieder taghell, alles ist super happy, ja? Und die Toten liegen in den Straßen, aber sonst ist alles dufte. Ja. So, dann lass mal hier vorne direkt hier. Zu den Toren von Caldeum. Benutze deine Macht, so wie ich es dir beigebracht habe. Ich finde die Aussicht cool über der Brüstung. Trete zurück! Ich habe es noch immer nicht ganz unter Kontrolle! Ja, schon langsam solltest du deine Blähungen kontrollieren können, Lea, also, es ist nicht so schwer. Ach ja, wieder viele, viele, viele Viecher hier. Alles zum Kloppen. Naja, was soll man machen, ne? Kloppen? Naja, klar. Ja, ist so. Aber es ist ja immer das Gleiche, also... Nö, einmal kloppen wir so und einmal mal so und dann mal eine Spezialfähigkeit. Und einmal so oder mal hier und dann mal hier Special Effekt und hier durch und dadurch und einmal einen Keks freuen. Und sich einmal fragen, wo die Kekse sind, die man hier gestern versteckt hat. Ja, ja. Hui. Was? Was für Diener? Ich sehe keinen. Der ist auch voll Happy Hour irgendwie auf dem Palast. Happy Hour hier auf dem Palast, was gibt's denn hier umsonst? Keine Ahnung. Menschenfleisch. Nur heute und echt hier im Sonderangebot. Und Knäckebrot dazu irgendwie so. Knäckebrot, oh yeah. Gott. Oh, guck mal, hier ist Camille oder wie der heißt. Camille? Ja. Der schwulste Priester und im Morgenland oder so. Ja, bleib ist halt. Ist ein Dödel. Was? Er ist ein Dödel. Er hat einen Dödel, oder wie? Nee, das war sein Titel. Na egal. So. Ui, guck mal, kann man einfach weiterlaufen. Ui. Auch praktisch. Man sollte nur nicht in diesen blauen Markierungen, grünen Markierungen stehen. Ja, blau. Ich wollte schon gerade sagen. Blau. Blau. Ja. Klar. Alles klar. Blau. Ja. Sowieso. Blau. Ja. Ja. Blau. Alles klar. Blau. Bin ja, so eben. Blau. Bin so blau. Stirb doch, du scheiß Schuppen, Magus. Ja, jetzt konnte ich es kaum lesen. Meine Schrift so blau, blau war. Ist. Ja, die war wirklich blau. Ja, ist sie wirklich. Oh, guck mal, Kettenhandschuhe, die gelb sind. Ich fühle mich so schwach. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du musst. Was kannst du überhaupt? Jetzt! Juhu, Lasergans. Und durch. Weiter geht's. Oh, guck mal. Wart mal kurz. Ja. Wart ja schon. Okay. Jetzt ist alles wieder heile. Passt. Hast du dich verletzt? Die Schlacht um Caldeum. Und da spielt dieses Dreckskind auf dem Bild. Ja, dieses kleine Dreckskind. Ich hab das jetzt nicht gesehen, aber die Zuschauer haben es bestimmt gesehen. Sei Dank. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen.
Zeigt mir den Seelenstein. Ihr werdet ihn sehen, Belial. Bald wird eure stinkende Seele darin gefangen sein. Wie schlau von euch. Aber wisse dies, Nephalem. Asmodan weiß von dem Stein und allem, was er beinhaltet. Selbst wenn er mich besiegt, wird er euch und jeden einzelnen eurer kläglichen Art auslöschen. Boah, richtig böse. Der ist einfach so böse. Ja, es ist der Herr der Lügen, der muss böse sein. Ich weiß nicht, ich finde ihn hier irgendwie lächerlich. Ja, im härteren Schwierigkeitsgrad ist er definitiv interessanter, also... Echt? Auf Altraum, ja. Okay. Gut, als Magierin bin ich bei ihm dreimal gestorben, aber... muss nicht jeder wissen. Los. Ja, jetzt weiß es jeder. Ja, bei der Magierin ist es so, wenn du nicht die richtigen Skills drin hast, dann bist du tot automatisch. Ja, ja. Diese Welt ist mein! Du wirst fallen und wir werden auf deinem Leichnam drauf rumtrampeln, ja? Das wirst du schon sehen. Wart's nur ab. Und Kekse essen. Ja, ganz während viele. Wir trampeln, singen wir und essen Kekse. Kekse. Was Wobei ich den Kekse? Bosskampf eigentlich als einer der coolsten finde, also der zweitbeste Bosskampf. Von der Inszenierung her. Und was ist deiner Meinung nach der drittbeste? Der drittbeste. Der beste ist ja wohl klar, oder? Also. Der beste ist klar, da denken wir jetzt denselben. Ja, der drittbeste kann nur dann Asmodan sein. Beim ersten Akt gibt's ja keinen Boss in dem Sinn. Mach den neu und mach den jetzt. Party Time! Er will Kekse! Aber das sind unsere. Das sind unsere Kekse! Aua, ja, wobei mich das eigentlich nur als ein riesen Insekte in der zweiten Form jetzt. Autsch. Der Kerl hat zwar zwei Gesichter, aber das bringt ihm auch nichts. Au. Ich brauch mich gar nicht wegbewegen. Wow, Kotzstrahl. Oh, guck mal, jetzt ist er richtig böse. Autsch. Au. Ich muss laufen, das ist total unbequem. Ich brauch nur stehen bleiben. Was hat er gegen mich? Guck, ich stehe nur und drück die linke Maustaste. Ich halte die linke Maustaste. Ich brauch nichts machen. Weiß nicht, irgendwas hat er gegen mich, glaube ich. Ja, du bist die Frau, deswegen. Ach so, ich mag keine Frauen. Ist ja noch ein Kind. Oh. Und ich hab's von Anfang an schon gesagt, ja. Auch beim ersten Mal. Ich mag keine Kinder. Ich hab schon irgendwie gewusst, dass das ein Arschloch ist. Och, Manu. Ach, guck mal, jetzt kann ich aber auch hier stehen bleiben. Das ist doch gemütlich. Schon, ja. Und was machst du heute noch so? Oh, ich weiß es nicht. Ich esse heute noch Keks vom Belial. Mal sehen. Belial-Keks. Belial-Keks. Der Herr der Lügen, Korb. Und alles ist wieder ganz. Oh, guck mal. Es regnet. Gold. Ach, Manu. Ups. Schnell, Lea. Schließ Belials Seele in den Stein ein. Es ist ironisch, dass ein so verderbter Mann wie Soltun Kull eine so große Rolle bei der Rettung spielt. Einst war Kull ein rastloser Feind der Hölle. Lasst uns aus seinem Leben lernen. Je länger wir gegen das Böse kämpfen, desto leichter fällt es ihm, unsere Herzen zu verderben. Ah ja. Quest beendet. So, jetzt muss ich hier mal looten gehen. Ich hab schon gelootet. Echt so schnell? Ja. War bei dir nichts dabei? Bitte? War bei dir nichts Gescheites dabei, oder was? Naja, naja. Ich muss gerade mal gucken. Magische Armbrust, auch Bullshit. Die Hose, auch Bullshit. Nichts Tolles dabei, nö. Nö. Sprecht mit Tyrael im versteckten Lager. Ja, können wir uns einfach wieder zurück teleportieren, oder? Ja, richtig. Das geht ja relativ fix dann. Blub. Und wenn wir mit ihm jetzt sprechen, geht dann schon die Cutscene los oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir können es trotzdem einfach mal machen. Ja, okay. Heute ist ein guter Tag. Ihr habt dieses Land befreit und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen. Genießt diesen Moment, denn morgen geht der Kampf weiter. Keine Zeit, sich auszuruhen.
Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung. Der Herr der Sünde ist ein hinterlistiger Taktiker. Er wird uns dort angreifen, wo er glaubt, dass wir es am wenigsten erwarten. Und da, wo eine Niederlage unseren Willen brechen würde. Du lernst schnell, Lea. Du musst jetzt in die große Bibliothek von Caldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen. Okay. Sprecht mit dem Karawanenmeister, um Caldeum zu verlassen. Das ist der nette hier oben. Ich kann jederzeit aufbrechen. Ah, und das noch machen nicht, wir auch. Noch nicht klicken! Okay. Warum nicht? Ich wollte jetzt eigentlich sagen, um diese Folge ausklingen zu lassen, da wir schon bei fast 21 Minuten sind, gibt es jetzt noch die Abschiedskatzin, ja. 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 Und das ist dann jetzt weiter, ne? Richtig. Okay. Ich kann jederzeit aufbrechen. Lasst es mich wissen, sobald ihr bereit seid. Und das hättest du jetzt auch in den restlichen Sekunden hier machen Hätte können. Ich machen können, aber jetzt sage ich einfach noch bis zur nächsten Folge und bis dann, Leute. Bis dahin, ich verabschiede mich auch und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Nicht vergessen, kommentieren, bewerten, favorisieren, abonnieren. Nein, das war Spaß. Und ganz wichtig, vergesst nicht die Kekse. Kekse für mich und für Zarkon. Umsonst. Postfach steht unten in der Beschreibung. Richtig. Ganze Kiste Kekse. Wir haben keins. Let's ruhe. Nein. Bla.